Ein herzliches Willkommen, meine Freunde, zu Jurassic World Evolution. Universal Entertainment. Ein sehr großer Hersteller. Da freut man sich ja schon auf das Spiel durch den Vorspann hier. Frontier Development. Einer der besten Wirtschaftssimulationsspielerhersteller der letzten 5 Jahre, behaupte ich mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Let's Play und ja, willkommen und danke fürs Einschalten schon mal. Und ich freue mich wirklich sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt und ja, ich möchte das auch nicht so in die Länge ziehen. Wir werden die Kampagne spielen und ich habe die erste Insel schon gespielt. Was heißt gespielt? Eingespielt, so um zu sehen, wie alles funktioniert und alles. Willkommen. Oh, jetzt bin ich auch mal kurz ruhig. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben? Ja. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erst... Wart ein Anfang, Leute. Sehr episch. Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und sie sollten vorbereitet sein, bevor sie sich dort hineinwagen. Also, ich muss ja eins sagen, ich habe die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Ich habe das Spiel noch gar nicht gespielt. Das ist für mich auch blind, Leute. Und wie gesagt, das ist die erste Insel mal angezockt. Und jetzt komplett blind rein. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig, Leute. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch. Zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Okay. Das machen wir dann hier. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Okay. Vorsicht vor den Dinos. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Okay. Die 5 Tode, das beruhigt mich hier gerade richtig hier. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Ja, das kann ich schon. Super. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Bevor wir den ausbrüten, ich will mal gucken, ob wir hier was verändern können. Im DNA, wir können hier Wüstenmuster nehmen. Lebenserwartung können wir höher stellen, aber die Lebensfähigkeit geht runter. Das ist ganz wichtig, weil während des Ausbrütens können wir den Dino verlieren. Und das tut dann weh, wenn man dann einen teuren Dino hat, Leute. Und die Kosten gehen auch höher, je mehr man das Genom modifiziert, deswegen. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Ja. Kommen Sie, Doktor. Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Okay. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Gut. Das ist wohl eine Anspielung auf den ersten Teil. Es gab ja noch Jurassic Park Operation Genesis. Habe ich auch mal gespielt, ganz früher. So, wir können unseren ersten Dino freilassen, Leute. Ich bin mal aufgeregt. Wir lassen ihn jetzt frei. Ein Struthiomimus. Oh, du Süßer. Es beginnt. Der kostbarste Moment.
Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Ein sehr schön zusammengefasstes, also sehr schön zusammengefasst, ein Crashkurs im Bereich vom Leben. Strohthemumus. Ich würde den kleinen Burschen ja in einen Namen geben. Um drei Dinge: Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Leute. Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit. Ja, welchen nehmen wir denn? Ich würde sagen, erstmal wir gehen auf Unterhaltung, da wir diesen Laden erstmal zum Laufen bringen müssen. Deswegen, Unterhaltung. Hi, ich bin Isaac. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlage. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Ja, das hört sich doch schon mal richtig an. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Okay, weiß ich schon mal Bescheid. Wir wollen hier erstmal rüberziehen. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Okay. Danke für den Tipp, Cabot Finch. das werde ich alles beherzigen. Und ja, werde ich schon mal die erste Quest hier annehmen. Die Unterhaltungsabteilung ist sich ihres Erfolgs bewusst. Wenn sich ihr Ruf dort verbessert, wird man sie dadurch auch mit anspruchsvolleren Aufgaben betrauen. Mein Auftrag, warum haben wir jetzt nicht bekommen hier? Merkwürdig. Ah, Expeditionszentrum. Wir können jetzt Fossilien sammeln gleich, wenn wir dann die Übertragung hier angenommen haben. Hey, Isaac hier. Wie geht's? Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Da nehmen wir doch direkt an. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Meiner Seite. Kein Grabungsinn, ganz viel. Okay, das kenne ich schon mit dem Expeditionszentrum. Hier geht es um die Show. Mit diesen Dinosauriern haben wir eine, die es auf der Welt kein zweites Mal gibt. Themenparks sollen Leute anlocken. Was ist attraktiver als neue Dinos? Außer mir selbst natürlich. Ja, sie. Gut. Was ich damit sagen will, magazinieren wir doch ein paar frische Dinos auf. Ja, wir wollen erstmal den Ceratosaurus genommen finden. Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Das ist hier. Fossilienzentrum. Ja. Ja, das kenne ich auch schon. Wie gesagt, ich habe die erste inzwischen angetestet. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Oh Mann. Natur und Kommerz. Ist einfach, oder? Ein sehr schleimiger Typ, muss ich immer sagen. Ich gehe mal hier auf Wissenschaftsauftrag. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Cabot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Das hoffen wir doch, dass wir das schaffen. Also,
Wo ist denn unser neuer Dino eigentlich? Oh, der ist... Was ist denn mit dem los? Jo. Der sieht gut aus. Nahrung ist unten. Ach ja, stimmt. Ich muss hier noch einen Futterspender bauen. Das mache ich hier. Pflanzenfresser, Bodenfutterstation, ja. Wo machen wir das denn? Ich denke mal, hier ist gut. Hier ist es doch gar nicht so schlecht. So, Leute. Hier ist denn unseren Strottieren muss. Achso, der bräuchte hier noch auch einen Namen. Na, du Süßer. Nehmen wir den denn. Struti. Struti der Erste. Struti der Erste. Weil es unser erstes Dino ist, Leute. Struti der Erste. Perfekt. So können wir uns das auch merken. Strudi. Na, Strudi? Oh, hungrig ist der. Mal gucken, ob er hier das nimmt, was wir ihn vorbereitet haben. Oder? Ja. Sehr schön. Hungeranzeige geht hoch. Ja. Das ist aber eine feine Sache. Ich höre gerade. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Ja. Oh, geil. Das können wir verkaufen. Haben wir $120.000 nochmal extra. Ja, das läuft doch ganz gut, Leute. Der Anfang ist getan. Ich würde sagen, wir schicken den Hubschrauber direkt wieder los um Ceratosaurus. Oder wollen wir hier... Ich würde sagen, erstmal hier. Hier haben wir drei verschiedene Fossilien, die wir finden können. Das machen wir mal. Und ich würde sagen, wir rufen... Wir beschwören noch so einen Strudi. Strudiomus. Dann haben wir wenigstens zwei, weil wir brauchen... Wir brauchen gute... viel Einnahmen hier. Und gute Dinos und... Genau, nochmal modifizieren. Kann ich hier was verändern noch? Das ist freigestellt, das hatte ich wohl nicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Was ist das hier? Ja, Leute, nehmen wir doch das rein. Lebensfähigkeit geht wieder ein bisschen runter. Hm. Aber wir nehmen das. Und... Zack. Ausbrüten. Das sollte ja klappen. 74%. Wäre ja ein Lacher, wenn das nicht klappt, Leute. Der Süße hier, wie geht's dir denn? Hey! Du hast gleich einen Freund, mein Freund. Der sieht echt süß aus. Die Hände auch. Drei Finger. Oder drei Klauen. Naja, was auch immer. Oh, wir haben eine Aufgabe erledigt. Sehr schön. Ceratosaurus. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Noch ein Auftrag hier. Gucken, ob es hier noch einen gibt. Ich glaube, dass das die richtige Entscheidung war. Und ich bin froh, dass Sie das Genom besorgt und den Auftrag erfüllt haben. Es war die Sache wert. Sie werden schon sehen. Ja. Wir lassen den zweiten Strudi raus. Und Dino Nummer 2. Willkommen bei uns. Ein Strutiomimus. Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Süß. Oh, Gewinn pro Minute, Leute. Wir verlieren hier Geld anscheinend. Na. Ja, ich würde sagen, nochmal auf Unterhaltung. Dann gehen wir mal auf Sicherheit. Das ist ein Deal, oder Leute? So machen wir das. Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlichen Verdienst und Erfahrung. Besucherschutzräume soll ich bauen. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Ja, wir bauen jetzt hier ein Aussichtsplattform. Oder sowas, eine Art. Dann locken wir auch Leute an, weil wie ihr seht, ist der Park gerade so ziemlich leer. Ziemlich leer. Hier ist der Eingang. Also, tote Hose. Und dann nehmen wir mal hier so eine Beobachtungsgalerie. Und perfekt. Da, wo sie auch essen. So muss das sein. Dann können die Leute die fast immer sehen. Wir machen das mal so. Und dann
Müssen wir noch einen Weg dafür natürlich machen. Sehr schön. Strom braucht das Ding auch. Da muss man mal so einen Strommast nehmen. Dann so ein Umspannwerk. Umspannwerk können wir schon mal platzieren, seht ihr. Das ist bei dem Spiel hier richtig cool gemacht. Man braucht so ein Umspannwerk und der versorgt quasi alle im Umkreis mit Strom dann. Vorausgesetzt natürlich, das ist alles mit Kraft, mit einem Kraftwerk und einem Strommast verbunden, so wie hier jetzt. Oh, nicht so. Sorry Leute, das war peinlich. Also nicht so, so auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall muss das zusammen verbunden werden. So. Ja. Vorführeffekt. Ja. Oh, der Hubschrauber ist auch schon wieder da. Den schicken wir direkt wieder los, um nochmal hier, würde ich sagen. Hier lohnt sich das noch nicht. Hier ist ein einzelnes Dino nur und das ist, lohnt sich noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder hier, weil hier drei verschiedene Dinos zu finden sind, Leute. Beziehungsweise die Fossilien sind zu finden. Das extrahieren wir hier auch nochmal. Und das auch. Wow. Machen Sie weiter so. Alles ist möglich. Ja, sehr schön. Diese Aufgabe haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir einen Schutzraum bauen. Ah, Leute. Die ersten Gäste sind auch schon da. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt bauen wir erstmal den Besucherschutzraum. Das war bei Gäste und Schutzraum. Ja, perfekt. Wo bauen wir den denn? Noch hier, ne? Mittlich. Wenn wir vielleicht baue ich später hier noch ein Gehege. Und dann deckt der gleich zwei Gebiete mit ab. Wir machen das mal hier so. So machen wir das. Und verbinden das Ganze miteinander. Perfekt. Haben wir denn hier Strom überhaupt? Ja, perfekt. Das ist doch schon mal sehr gut, meine Freunde. Und jetzt würde ich hier sagen, haben wir die Fossilien hier schon? Ja, der letzte wird die auch schon mal. Was haben wir denn hier an Dinos? Aha, Edmontosaurus können wir jetzt erstellen oder ausbrüten. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal so ein Strontiomimus. Dann haben wir schon mal drei. Und drei sind besser als zwei. Und ja, und dann kommt auch mehr Kohle rein. Und dann können wir auf jeden Fall, ne, den Park am Laufen halten, Leute. Ich hatte das, wo ich das offline gespielt habe, also ohne Aufnahme, bin ich einmal pleite gegangen. Und tja, das will ich nicht wieder haben. Gewinnen Sie und unsere Gäste. Sehr schön. Sehr schön. Der Hubschrauber ist auch gleich wieder da. Und, ah, Forschungslabor, das können wir auch gebrauchen. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Okay, bevor wir das machen mit dem Forschungszentrum, will ich erstmal den Hubschrauber hier nochmal losschicken. Weil der muss immer auf Ablenkzeit sein. Also immer los, unterwegs. Schaffen, 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 Leute, schaffen. Wir wollen neue Dinos haben, deswegen muss der Hubschrauber auf jeden Fall glühen. Und ich weiß nicht, Ceratosaurus? Oder nochmal hier? Ich würde sagen Edmontosaurus. Den will ich haben. Oder Triceratops. Na komm, Triceratops. Das ist der Klassiker. Triceratops ist ein klassischer Dino, den eigentlich jeder kennt. Den wollen wir als nächstes auf jeden Fall haben. Und muss ich den nochmal ansehen hier. Extrahieren. Nochmal Triceratops. Sehr schön. Haben wir schon auf 52%. Und dann wollen wir nochmal wegen der Forschung einmal gucken. Haben wir ja gesagt, was wir da so forschen können. Genetische Forschung. Ja, was haben wir denn? Aggressives Verhalten. Das ging ja jetzt einfach so. Das bedeutet, es geht euch die Lebenserwartung und Belastbarkeitseigenschaft. Den davon haben wir dann. Okay. Die Verteidigung und Belastbarkeitseigenschaft. Okay. Ich würde sagen, hi. Wegen der Lebenserwartung. Unsere Dinos sollen ja länger leben. Dass wir länger auch Spaß mit denen haben. Was ist das für eine Meldung hier? Okay, das sind die Dinos, die wir bis jetzt entdeckt haben.
Grabungsstätten. Wahnsinn, Leute. So viele Grabungsstätten gibt es. Mann, Mann, Mann. Paläontologie. Aha. Ah, okay. Hier sind quasi Ressourcen, die wir zwischendurch finden. Gene. Aha, das sind die ganzen Gene, die wir freischalten können. Orte. Oha, das sind auch ganz schön viele. Archiv. Okay. So. Ah! Strutinus. Können wir freilassen. Ja, ich freue mich richtig, Leute. Dino Nummer 3 ist da. Herzlich willkommen bei uns. Der sieht den anderen aber auch sehr ähnlich. Ja. Was hat der denn so? Achso, was ich auf jeden Fall rausgefunden habe zwischen Sozial und Bestand. Der Unterschied ist, Bestand ist die Größe. Größe vom Gehege, die viele da noch reinpassen. Sozial, meine ich, ist... das hat was mit dem Artgenossen zu tun. Je mehr Artgenossen, desto höher geht das. Wenn ich das dann nicht vertauscht habe, beides, ich weiß das nicht. Aber so sollte es sein, meine ich. Oh, gleich was essen, wa? Gleich was mampfen, ja, wa? Ja. Ach, der hat doch gar keinen Namen. Der muss auch noch einen Namen. Wie nennen wir den denn? Den nennen wir Frankie. 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 Einer hatte noch keinen Namen, glaube ich, der ja. Nennen wir Elfriede. Elfriede. Elfriede trinkt gerade. Ja. Und an dieser Stelle würde ich auch erstmal Schluss machen, Leute. Und würde mich freuen, wenn ihr nochmal einschalten würdet beim nächsten Video. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr überhaupt so lange dran wart und jetzt schon eingeschaltet hattet zu diesem Video. Und ja, würde mich über ein Abonnement freuen und natürlich auch über einen Daumen. Und ja, falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, aber in den Kommentaren damit. Ich freue mich aufs nächste Video, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, Leute, macht's gut.